zurück zu Tales of Phantasia, ja, Freunde der Nacht. Ich muss etwas beichten. Ich war mal wieder offscreen unterwegs. Sind jetzt ein bisschen stärker, die Leutchen? Ich habe nur 15 Basiliskenkämpfe gemacht und deswegen jetzt weitere Schuppleins bekommen. Aber egal, Edward wird sich freuen. Wir wissen ja nicht, wie viel er braucht. Bestimmt so 30 letzten Endes. Da habe ich auch mal die Hälfte. Also. Hey! Was habt ihr? Was ihr da habt, sind doch Basiliskenschuppen, oder nicht? Warum übernachtet ihr nicht hier? Das geht aufs Haus. Sure. Ich sag besser den anderen Bescheid. Ah, jetzt treffen wir Edward. Wir dürfen sogar umsonst übernachten. Meine Sprachfähigkeit geht ja jetzt schon verloren. Meister Kress! Er nennt mich ein Meister. Edward ist zurück. Kress wacht natürlich sofort auf, wenn er nur den Namen Edward hört. Ihr seid also... Ihr wollt mir tatsächlich die wertvollen Basiliskenschuppen geben? Du bist bestimmt Edward. Eigentlich... Morrison? Morrison? What the fuck? Mein Familienname ist Morrison, aber... Warum seid ihr so überrascht? Weil wir dich aus der Zukunft erkennen! Was ist los mit euch? Edward, bitte lest euch zuerst diesen Brief durch. Das kam jetzt überraschend. Eine Empfehlung von Grom? Es muss einen guten Grund geben, mich hier aufspüren zu wollen. Den gibt es. Aber darüber würde ich lieber hinter verschlossenen Türen sprechen. Na, ja, gehen wir zu dir nach Hause. Oder auch nicht. Gehen wir nicht zu dir nach Hause. Also dann. Ihr habt also Prinz Laird gerettet. Das stimmt. Sie haben uns danach gefangen genommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine gute Point. Ja, ein guter Punkt. Aber ich denke, ich verstehe die Lage. Also, was sollen wir tun? Es gibt eine raschere Lösung, als nach einem anderen Ring zu suchen. Soweit ich sehe, wird dieser zerbrochene Ring dafür verwendet, einen Elementargeist von unglaublicher Macht zu beschwören. Ich denke nicht, dass ihr einen weiteren dieser Art irgendwo finden werdet. Schließlich ist er das Werk eines Elfen und eines Zwerges, die schon lange verstorben sind. Ja, aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Geht in den Ymir-Wald. Dort müsste sich euch eine Möglichkeit bieten, ihn zu reparieren. Das Elfenland? Die werden uns auf keinen Fall den Zutritt gestatten. Amber schon, sie ist nämlich eine Halbelfin. Amber, kannst du für mich gehen? Aber logisch, Chicken! Für dich immer doch! Beruft euch auf Lungrom. Solange ihr eine Empfehlung aus Alvanista habt, werdet ihr keine Probleme haben. Auf jeden Fall bin ich euch sehr dankbar für die Basiliskenschuppen. Ich suche nach Verbündeten und gehe nach Midgards, bevor der Krieg ausbricht. Ich würde gerne, ja? Ich hoffe, unsere Verbündeten sind so wie ihr. Leute, auf die wir uns verlassen können. Mit anderen Worten, du willst, dass wir deine Verbündeten werden. Ich kann euch nicht zwingen, wenn ihr kein Interesse habt. Nun dann, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Tschüss, Edward. Bye, Morrison. Kress rennt ihm natürlich hinterher. Kress erkennt dich nicht. Wir sind in der Vergangenheit. Morrison! Ja? Schaut euch dieses Buch an. Ich bin sicher, das hilft euch weiter. Das scheint recht alt zu sein. Ist das meine Handschrift?
Meine Unterschrift? Trinius de Morrison. Das ist der Name des Mannes, der es mir anvertraut hat. Er war ein Morrison? Einer eurer Nachfahren. Denn wir kommen aus der Zukunft. Zeitreise. Oh. Verstehe. Du nimmst mich auf den Arm. Schließlich bin ich noch mitten in der Forschung dieses Themas. Nun, vielleicht trägt eure Arbeit Früchte und eure Nachfahren in der Zukunft. Auch wenn du die Wahrheit sagst, will ich so etwas nicht hören. Wie? Damit könntest du die Zukunft verändern, Chris. Kennst du nicht den Schmetterlingseffekt? Ein Schmetterling kann einen Orkan auslösen. Amber, es gibt etwas, das du über uns nicht weißt. Weißt du, Chris und ich sind 100 Jahre in der Vergangenheit zurückgereist, um hierher zu kommen. Was? Mit anderen Worten, dann... Immer damit, für euch bin ich eine 100 Jahre alte Omi? Oh Gott! Arme Amber! Edwards Nachfahre hat uns in diese Zeit geschickt. Ja, damals haben wir Chester zurückgelassen. Ich vermute, ihr wisst, wie der Krieg verlaufen wird. Und auch, was nach dem Krieg und in der Zukunft passieren wird. Aber ich werde nicht einfach aufgeben, nur weil ich die Zukunft kenne. Immerhin seid ihr hier, um meine Nachfahren und euren Freund zu helfen. Und um die Zukunft zu ändern. Mhm. Ihr seid hier, um die Zukunft zu verändern. Genau. Ich habe auch dieses Bedürfnis. Wie vergeblich dieses Bemühen auch sein mag. Das habe ich doch nie so gesagt. Nein, ich weiß einfach, dass ihr genauso fühlt. Und nichts beweist dies mehr als eure Anwesenheit hier in dieser Zeit. Eigentlich können wir gar nichts dafür, dass wir zurückgeschickt wurden. Morrison! Bitte wartet in Midgards auf uns. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Ich werde euch dann helfen. Habt ihr die Hoffnung, in die Zukunft zurückkehren zu können? Es ist ebenfalls etwas, das wir herausfinden müssen. Da muss ich mir etwas einfallen lassen, bevor wir uns wiedersehen. Wenn mein Nachfahre dazu in der Lage war, dürfte es keinen Grund geben, warum ich es nicht auch schaffen sollte. Jupp. Um die Wahrheit zu sagen, wollte ich die Forschung zur Zeitreise schon aufgeben. Gebt alles, was ihr habt. Glaub an dich! Los, du schaffst es, Morrison! Ja auch. Gut, dann lasst uns zurück nach Alvanista gehen. Lundgrum sollte uns einen Pass geben, damit wir das Elfenland betreten dürfen. Oder wir schicken einfach Amber. Da warst du. Ich hab den Hafen verloren. Mit der Möwe. Möwe, Möwe, wieso hast du mir nicht den Weg gezeigt? Sie hat mich verlassen. Moment, Möwen sind böse, Chicken. Erinnerst du dich nicht daran, was passiert ist? Die Schoko-Story, ne? Ja, Alvanista, bla bla bla. Fahr mich rüber, alter Sack, bla bla. Ja, gut. Segel setzen und los, gedüst. Oh. Wieso ich jetzt da noch unten gegangen bin, keine Ahnung. Happy, wieso tust du das? Riding Phoenix. Riding Phoenix. Thunderblade. Wohoho. Alles muss pulverisiert werden. Und Amber hat mehr TP als ich. What? Fuck. Sie
gefoltert. Ich einfach am wenigsten TP habe. Nur weil ich Krieger bin. Und kein Magier. Aber ich habe doch auch Gefühle. Ja. Du alter Sack. Nein, Bürgermeister Leonis, das ist nicht dein Bruder. Ach, wie schade. Ich dachte, das wäre mein Bruder. Er ist in Venezia. Ich dachte, wir wären in Venezia. Wir sind immer noch nicht in Venezia. Das ist einfach nicht da, immer noch. Was für ein seniler alter Sack. Kann sich nicht mal die Städtenamen merken. Ist ja gut, Amber. Wir haben es verstanden. So. Hast du mir noch was zu sagen? Lord Lungrum, dürfen wir kurz mit euch sprechen? Aber natürlich. Ich vermute, ihr habt mittlerweile mit Edward gesprochen. Genau, darüber möchten wir mit euch reden. Können wir dazu bitte nach draußen gehen? Schon wieder? Was wollt ihr draußen? Sir Edward, wie konnte er euch das ohne Rücksprache mit mir zuhalten, einfach so sagen? Wir brauchen etwas, das wir den Elfen zeigen können, damit wir in den Ymir-Wald dürfen. Das ist keine einfache Bitte. Ich brauche einen Tag oder mehr dafür. Was müssen wir denn machen wir dann in der Zwischenzeit? Weiß ich nicht. Was machen wir in der Zwischenzeit? Gucken, ob wir noch genügend zu futtern haben. Was wir natürlich nicht haben. Denn ich habe ordentlich Dings schon gemixt. Fruchtsäfte. Habe ich vergessen zu erwähnen. Spaghetti habe ich gemeistert und Filetsteak ist jetzt auch gemeistert mit Kresse. Mit der kressigen Kresse. Ach komm, pennen wir im Inn. Um das schnell voranzutreiben. Moment. Chicken, du darfst nicht einfach so schlafen und zu bezahlen. Schon wieder passiert. Das tut mir aber leid. Da habe ich wohl geschlafen, ohne zu bezahlen. Ich darf das. Ich muss schließlich die Welt retten, ne? Ich bin die Auserwählte. Auserwählte müssen nichts zahlen. Nein. Ach komm, von den Haaren her könnte es passen. Jetzt muss Kress nur noch ein bisschen tollpatschiger sein. Und weiblich. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Steckt euch dies an eure Kleidung. Und ich muss euch warnen. Halbelfen dürfen den Ymir-Wald unter keinen Umständen betreten. Nein, Amber! Stimmt, da war ja was. Überquert die Brücke östlich von hier und haltet euch dann südwestlich. Dann gelangt ihr zum Ymir-Wald. Chicken, ich glaube, du musst dir mal wieder das eine Tales of Symphonia LP angucken, damit du wieder alles in Erinnerung hast. Arme Amber muss draußen bleiben. Halbelfen? Er meinte mich, nicht wahr? Es tut mir leid, Amber. Ach, macht nichts. Ich warte so lange im Gast auf euch. Und zersmashe kleine Buben. Halt die Ohren steif, wir sind schnell zurück, als dass du bis drei zählen kannst. Arme Amber. Ach, meine Magierin. Was? Was? Moment. Will Amber sich jetzt verkleiden, damit sie doch mit darf?